Dann mal weiter im Text. Wir sind bei Seite 13 von 18. Deine erste Meldung ist die gewohnte. Wir müssen sie nicht jedes Jahr betrachten. Das wären dann die 10 Fabriken auf Stovetop. Filtere sie aus, indem du auf das kleine Kästchen in der unteren linken Ecke das Nachrichtenfenster abhakst. Sehr gut. Filter an. Betrachte deine nächsten Meldung und springe nach Stovetop. Meine nächste Meldung ist, Stovetop hat alle Aufträge abgeschlossen. Die Auftragsliste ist leer. Da oben. Ja. Springe zu Stovetop. Wenn wir nicht immer wieder neue Fabrikaufträge in die Produktionsliste eintragen wollen, sollten wir ab jetzt automatisch bis zu 30 Fabriken jährlich bauen lassen. Drücke auf den Ändern-Button im Produktionsfenster. Ändern. Das ziehen wir ein bisschen weiter nach da. So. Markiere Fabriken in Klammern Autobild in der linken Liste. Fabriken Autobild. Halte die Shift-Taste gedrückt und klicke dreimal auf Hinzufügen. Oh, das war jetzt einmal so viel. So, Fabriken bis zu 30, aber steht kein Autobild dahinter. Aber die sind blau und die hier sind schwarz. Okay, dann kommst du wieder weg. Und klicken Sie auf OK. Schien richtig gewesen zu sein. Sehr gut. Lies deine nächsten beiden Nachrichten und springe dann zum Planeten 90210. Santa Maria wurde demontiert. 41 Kilotonnen Erze stehen jetzt auf 90210 zur Verfügung. Deine Kolonisten haben 90210 unter ihre Kontrolle. Go to. Die Produktionsliste ist hier leer. Haben wir auch gerade erst gegründet. Dagegen sollten wir etwas unternehmen. Drücke die Taste Q. Okay, also Q ist eine Quick-Taste für Ändern der Produktionsliste. Doppelklicke dreimal auf Fabrik und dreimal auf Bergwerk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ich finde es übrigens schön, wie sie so nach und nach Sachen als gegeben ansehen, dass man sie schon weiß, wo man sie vorher gelernt hat. Und einem trotzdem immer wieder neue oder schnellere Möglichkeiten zeigen, wie man das macht, was man vorher schon gemacht hat. Also, ich verbeuge mich vor diesem Tutorial. Also wir haben jetzt dreimal auf die Fabrik geklickt und dreimal auf die Bergwerke, sodass in der Produktionsliste drei Fabrikaufträge gefolgt von drei Bergwerkaufträgen stehen. Ja. Aktiviere die Checkbox nur übrige Ressourcen in die Forschung und drücke OK. Da unten. Es würde 10 Jahre dauern, die Fabriken zu errichten und nochmal 10 Jahre die Bergwerke. Auf 90210 werden mehr Leute gebraucht. Rechtsklicke auf Stovetop und wähle die Flotte Bromi 4. Ich verbeuge mich nicht mehr vor dem Tutorial. Hier müsste jetzt eigentlich noch stehen, warum wir das da klicken müssen. Es ist einigermaßen selbsterklärend. Also ich sehe es so, dass man kann ja vorher einstellen bei diesem Forschungsbutton, den wir nicht wirklich großartig erklärt bekommen haben, wie viel Prozent des momentanen Einkommens jede Runde in die Forschung gesteckt wird. So, ich gehe davon aus, dass auf diesem Planeten so und so viel Einkommen produziert wird. Davon würden 15% automatisch durch diese Einstellung mit in die Forschung gehen. Dadurch stellen wir jetzt ein, dass nur Sachen, die übrig sind, also wenn wir keine anderen Sachen herstellen, in die Forschung gehen. Ja, also es ist einigermaßen selbsterklärend, aber halt nicht so hundertprozentig. Da hätte ich mir noch so einen kleinen Nebensatz gewünscht, aber ja, vielleicht bin ich nur zu pingelig. Also wir sollten OK drücken. Klick. Rechtsklicke auf Stovetop und wähle Bromi 4. Bromi 4. Und ich zoome ein wenig ran. Mir ist das irgendwie hier zu klein. Wo ich noch näher? So. Wir müssen ja die Auflösung voll auskosten. Und wie gesagt, ich habe das Spiel zuerst auf der 3.11-Version gespielt, also auf Windows 3.11. Und das war Horror. Da musste man so viel rumscrollen, rumzoomen, das war nicht mehr feierlich. Das ist hier richtiger Luxus. Aber ja, klicke auf den Verladen-Button im Orbit von Stovetop-Fenster. Da. Fülle den Laderaum mit Kolonisten und klicke auf OK. Das haben wir schon mal gemacht, das wissen wir, wie es geht. Einfach rüberziehen. Nur passt in den Brummi wesentlich mehr rein als in das Kolonieschiff, wenn ich mich nicht verguckt habe. Da passten, glaube ich, nur 25 Kilotonnen rein. Mal ein Auge drauf werfen. Also, und klicke auf OK. Shift klicke auf 90210, um ihn dahin zu bewegen. Lege als Waypoint-Auftrag Transport fest, also nicht kolonisieren, sondern einfach nur Transport.
Rechtsklicke auf den blauen Diamanten im Waypoint-Auftragfenster und wähle Blitzentladung, damit die Frachträume der Flotte bei 90-210 komplett geleert werden. Ja. Es gibt hier einen blauen Diamanten und da einen blauen Diamanten. Aber rechtsklicke auf den blauen Diamanten im Waypoint-Auftragsfenster. Waypoint-Auftragsfenster ist das untere, blauer Diamant, Blitzentladung. Ist das richtig, sonst wäre dieser schwarze Balken nicht mitgesprungen. Lies deine nächste Meldung und springe zu Hiho. Du hast einen neuen Planeten entdeckt, der unglücklicherweise für die Besiedlung nicht geeignet ist. 0,6% deiner Kolonisten sterben jedes Jahr. Go to. Du kannst feststellen, dass die bewaffnete Sonde, die als blaues Dreieck rechts neben Hiho angezeigt wird. Wo ist Hiho? Da ist Hiho. Da ist das blaue Dreieck. Die als blaues Dreieck neben Hiho angezeigt wird, den Planeten noch nicht ganz erreicht hat. Die Daten von Hiho aber trotzdem schon verfügbar sind. Ja, wir konnten Go to Hiho machen. Weil es halt in dem gelben Radius ist. Der dunkelgelbe Kreis um die Sonde zeigt den Bereich an, innerhalb dessen die Sonde Planetendaten erfassen kann. Doppelklicke auf die bewaffnete Sonde 1. Doppelklick. Haben wir jetzt hier im Zielfenster. Die bewaffnete Sonde 1 muss also nicht mehr nach Hiho fliegen und wir können diesen Waypoint löschen. Klicke auf Hiho. Da. Drücke die Entferntaste. Zack. Die bewaffnete Sonde 1 fliegt jetzt direkt weiter nach Wrong Vacancy. Ohne Zeit bei Hiho zu vergeuden. So, das war's wieder mal für dieses Jahr. Zur Abwechslung drückst du jetzt nicht F9, sondern wählst Berechnen aus dem Zugmenü. Zug. Berechnen. Lies deine erste Nachricht und springe zu Shaggy Dog. Du hast einen neuen bewohnbaren Planeten entdeckt. Deine Siedler vermehren sich um bis zu 7,8%. Das ist eine recht gute Zahl, wenn du Shaggy Dog kolonisierst. Go to. Doppelklicke auf den treuen Verteidiger Nummer 5 oberhalb des Planeten. Den da. Treuer Verteidiger Nummer 5. Wähle den Waypoint bei Shaggy Dog und drücke die Entferntaste, weil er halt auch den schon erscannt hat. Auch wenn das ganz schönes Micromanagement ist, aber die wollen es wahrscheinlich damit nur zeigen, dass man die Waypoints auch schnell wieder ändern kann. Drücke Entferntaste. Lies deine nächste Nachricht und springe zu Dwarte. Meine nächste Nachricht ist: Ein neuer Planet entdeckt, nicht geeignet. 1,3% sterben. Was für ein ungemütlicher Platz. Also, wir sollten noch einmal hinspringen. Was für ein ungemütlicher Platz. Doppelklicke auf Stovetop. Also, sind jetzt da hingesprungen, nur um zu sagen, dass es ein ungemütlicher Platz ist. Na gut, Doppelklick auf Stovetop. Klicke auf den Ändern-Button im Produktionsfenster, um die Produktionsleiste von Stovetop zu gelangen. Also entweder Ändern drücken oder Q, das haben sie uns vor kurzem ja auch gesagt. Also Ändern. Doppelklicke auf Santa Maria in der linken Liste und dann auf OK. Okay, du kannst feststellen, dass die Fabrik am Anfang der Produktionsliste und die Santa Maria grün angezeigt wird. Fabrik am Anfang der Liste und Santa Maria sind beide grün, richtig? Das bedeutet, dass diese Aufträge noch in diesem Jahr erledigt werden können. Blau dargestellte Aufträge werden im entsprechenden Jahr teilweise fertiggestellt. Schwarze Aufträge brauchen länger als ein Jahr. Rote Aufträge können niemals erfüllt werden. Weiter geht's, lass eine neue Runde berechnen. F9. Lies deine erste Nachricht und springe zu deiner neuen Santa Maria. Deine Raumstation bei Stovetop hat ein neues Schiff des Typs Santa Maria gebaut. Go to. Sie hat die alte Santa Maria als Flotte 3 ersetzt. Die alte Flotte 3 wurde demontiert, als du 90-210 besiedelt hast. Also die Namen werden einfach immer wieder recycelt. Klicke auf den Frachtbalken im Treibstoff- und Frachtfenster. Das entspricht einem Klick auf den Verladen-Button. Belade den Frachtraum mit Kolonisten, drücke OK. Also, anstatt hier auf Verladen zu klicken, können wir auch einfach direkt hier draufklicken. Auf Fracht. Und ich hatte recht. In den Kolonisten... Kreuzer hier passen nur 25 Kilotonnen Kolonisten. In den Brummi passen also 8-mal so viel. Aber er kann halt nicht kolonisieren. Er kann nur hintransportieren. Weil bei dem Kolonisationsschiff ist ja auch immer gleich Erz mit bei, um halt so einen kleinen Grundstock für die neue Kolonie zu haben. Wohin wollen wir dieses Kolonieschiff noch kurz schicken? Klicke auf den Prozent-Button. Achso, erstmal okay. Klicke auf den Prozent-Button in der Werkzeugleiste, da oben. Um in der Scanner-Darstellung die Lebenswerte der Planeten angezeigt zu bekommen. Also Prozent-Button. So, da ist ein ganz großer grüner Punkt. Shaggy Dog ist noch recht groß. Und danach kommt 90-210. Der Rest ist rot oder noch nicht aufgedeckt. Shift-Klicke auf den großen grünen Planeten Shaggy Dog unterhalb von Stovetop. Shift-Klick. Lege als Waypoint-Auftrag kolonisieren fest. Kolonisieren.
Wechsel wieder zur normalen Scanner-Darstellung zurück, indem du auf den Button ganz links auf der Werkzeugliste klickst. Also das da. Lies deine nächsten zwei Nachrichten und springe zu Brummi 4. Nächste Nachricht ist, Brummi 4 hat 21.000 Kolonisten nach 90210 geschickt. Brummi 4 hat alle Befehle ausgeführt. Shift klicke auf Stovetop, um ihn nach Hause zu beordern. So weit, so gut. Wähle 90210, indem du auf die Go-To-Button in dem Fenster im Orbit um 90210 klickst. Wie jetzt? Wähle 90210, indem du auf dem Go-To-Button in dem Fenster im Orbit um 90210 klickst. Wo ist im Orbit um 90210? Flotten-Waypoints, Flottenzusammensetzung, Treibstoff. Den müssten wir eigentlich von hier aus sehen. Ah, im Orbit von 90210. Go-To? 90210. Ah, okay. Also nach und nach werden halt die verschiedenen Möglichkeiten angezeigt, dasselbe zu machen. Also ob jetzt mit F3 immer zum nächsten springen oder vordrücken oder auf den einen Go-To klicken oder Doppelklick genau anklicken. Gibt halt recht viele Möglichkeiten, je nachdem, wie man es gerne macht. Es gibt manche Leute, die spielen so eine Spiele primär mit der Tastatur und andere Leute halt lieber mit der Maus und ja, so wird jeder abgedeckt. Ist ja auch schön. Also wir haben das gemacht. Du kannst feststellen, dass das Errichten der Fabriken jetzt nur noch 2 statt 10 Jahre dauern wird. Können wir? Ja, fertig, 1 bis 2 Jahre. Weil er halt mal eben 8-mal so viele Kolonisten obendrauf bekommen hat. Der Haken daran ist nur, dass die Bevölkerungsrate, also die Wachstumsrate, prozentual ist. Das heißt, je mehr Bevölkerung auf einem Planeten ist, desto viel mehr wird auch produziert. Das heißt, wenn wir jetzt ganz viele Kolonisten von unserem Hauptplaneten abziehen, wachsen die Kolonisten in Anführungszeichen nicht so schnell nach. Das heißt, es hätte auch Vorteile, wenn man nicht kolonisiert am Anfang, um eine richtig, richtig hohe Bevölkerung auf dem Heimatplaneten zu haben und dann erst später zu kolonisieren. Aber ja, das weiß ich noch nicht. Das ist einfach nur so eine Schätzung von mir, weil ich die Zahlen sehe. Müssen wir mal gucken. Also, lies deine nächste Nachricht und lösche den Waypoint No Vacancy der bewaffneten Sonde vor. 1,3% der Kolonisten würden sterben, wenn man No Vacancy kolonisiert. Er erklärt uns jetzt nicht, wie es geht. Wir müssen jetzt den Waypoint No Vacancy aus der bewaffneten Sonde rausnehmen. No Vacancy ist da. Das wird die bewaffnete Sonde sein. Also klicken wir doppelt drauf. Warum kriege ich jetzt diese alte Aufgabe? Das ist komisch. Na gut, wir sollten No Vacancy löschen. Und da fliegt er jetzt direkt dahin. Sehr gut, der schwarze Balken ist wieder unten. Hat mich gerade ein wenig irritiert. Aber na gut. Das war's. Lasst eine neue Runde berechnen. F9. Lest die erste Nachricht und springe zu Brummi 4. Die erste Nachricht ist, Brummi 4 hat keine Nachricht. Keine Befehle. Der ist wieder zu Hause angekommen. Go to. Der Baumwollflicker Nummer 6 hat Prune jetzt schon einige Jahre vom Orbit aus ausgebeutet. Wir sollten jetzt anfangen, die Erze nach Stovetop transportieren zu lassen. Shift-klicke auf Prune. Prune, da. Lege als Waypoint-Auftrag Transport fest. Da. Rechtsklicke auf den blauen Diamanten und wähle Blitzladung aus dem ZIP-Menü. Also hier Blitzladung. Shift-klicke jetzt wieder auf Stovetop. Was mich irritiert, dass hier Treibstoff ausgewählt ist. Aber ich mach mal nichts und folge dem Tutorial. Shift-klicke auf Stovetop. So, haben wir jetzt hier einen neuen Waypoint. Du wirst bemerken, dass der Waypoint-Auftrag vom vorherigen Waypoint übernommen wurde. Wir wollen aber die Erze von Prune auf Stovetop entladen lassen. Rechtsklicke auf den blauen Diamanten und wähle Blitzentladung aus dem ZIP-Menü. Also wieder, Rechtsklicke auf den blauen Diamanten in dem Waypoint-Auftrag-Menü. Okay, Blitzentladung. Klicke auf den Wiederholen-Checkbox im Flotten-Waypoint-Fenster. Flotten-Waypoint-Fenster wiederholen. Brummi Nummer 4 wird jetzt fortfahren, Erze von Prune nach Stovetop zu verschiffen, bis du ihm einen anderen laufenden Auftrag erteilst. Sehr gut. Ich kann es aber nicht ganz nachvollziehen mit dem Blitzladen und Entladen. Also er braucht ein Jahr nach Prune, 2 Jahre zurück nach Stovetop. Und dann fliegt er wieder von Stovetop aus nach Prune.
Okay, aber dieses Blitzladen und Entladen wird hier nicht richtig angezeigt. Das finde ich ein wenig unübersichtlich. Na gut. Wähle Stovetop aus und füge eine weitere Santa Maria in die Produktionsliste ein. Wieder mal lassen Sie uns jetzt freie Hand quasi das bisher Gelernte anzuwenden. Das heißt, wir klicken jetzt einmal doppelt auf Stovetop. Doppelt auf Stovetop. So. Und gehen auf Ändern, gehen auf Santa Maria, Doppelklick, drücken auf OK und wären damit fertig. F9. So, wir sind auf Seite 23 von 80, also schon ein Viertel geschafft. Ja, das soll aber erstmal für diese Folge reichen und in der nächsten schaffen wir dann vielleicht wieder 10 Seiten oder so. Also, bis denn.